So, ich möchte euch hier eine kleine Einführung geben mal zu dem Bettmaster-Tool für die vielen Anfragen und Neuanmeldungen, die jetzt kommen und wo Leute dann sagen, ich weiß gar nicht so ganz genau, wie ich es benutzen muss. Ihr kommt hier rein auf diesen Bildschirm, dann könnt ihr hier auf Deutschland klicken, sofern ihr euren Zugang jetzt habt. Jetzt klickt man hier beispielsweise auf Deutschland. Wir wollen nur mal die erste Bundesliga jetzt gucken. Gehen wir auf Germany, dann gehen wir auf Bundesliga, weil wir die erste Bundesliga haben wollen. Jetzt wollen wir gerne die Spiele berechnen. In diesem Moment sagt er, es ist noch nicht initialisiert worden. Das heißt also, wir müssen unsere Basiseinstellungen erstmal machen. Und wir sagen jetzt also yes, wir gehen auf diese Initialisierung. Hier ist ein Initialisierungsbutton. Hier sind alle Mannschaften jetzt erstmal gleich stark eingestellt, was uns natürlich dann überhaupt keine Ergebnisse liefert, keine sinnvollen. Wir gehen hier auf den Init-Button, dann berechnet er uns bereits Voreinstellungen. Wir können jetzt aber noch eine Gewichtung vornehmen. Das heißt also, wenn er etwas uns ausrechnet, dann tut er das auf Basis der Ergebnisse der letzten Jahre. Wir kriegen also hier gewisse Hinweise. Ich sage jetzt mal, die letzten Jahre gewichten wir so, 2,5-fache Stärke, 2-fache, 1-fache, 0,7. Dann werden sich die Werte jetzt leicht verändern, weil er halt diese Gewichtung jetzt vornimmt. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt hier das gemerkt hat oder ob man das dann nochmal sich anschauen kann. Auf jeden Fall, Bayern München ist mit Abstand die beste Mannschaft. Da fallen die Tore, da steht hier eine Spielstärke von ihnen 2,588, das ist im Prinzip sind es die erzielten Tore geteilt durch die kassierten Tore. Das würde man an diesen beiden Werten sehen. Das ist mit der Gewichtung so versehen. Sprich also, ihr müsst nur hier reingehen auf diesen Dialog und einmal auf Init drücken. Und sagen wir so, ihr könnt vorher noch eine Gewichtung nehmen, die euch entspricht, eurem Geschmack. Aber wenn ihr euch hieran orientiert oder das so lasst, wie es da stand, 3-2-1-0, dann habt ihr halt etwas andere Werte. So, und hier sehen wir auch die beiden Aufsteiger, wie die bewertet werden. Und der letzte Spalte ist immer sozusagen die Spielstärke, wie viele Tore werden sie erzielen, wie viel werden sie kassieren und das im Quotienten ausgedrückt. Und das ist halt an den Aufsteigern der letzten Jahre orientiert, aber das soll euch jetzt nicht so sehr beschäftigen. Bielefeld steht hier jetzt ziemlich schlecht da, aber wir können nachher noch Anpassungen vornehmen, aber das sollte jetzt nicht Thema sein, sondern nur, wie ihr den ersten Einstieg schaffen könnt. Also sprich, in einem weiteren Video werde ich das versuchen zu erklären, wie man dann Feinjustierung vornehmen kann. Auch jetzt wenn man hier dieses Toggle Columns, dann kriegt man eben noch mehr Werte, die sich dann eben noch mit der speziellen Verteilung von Heim und Auswärts beschäftigen. Aber wenn ihr nur das macht, was ich euch jetzt gezeigt habe und dann auf Save geht, dann kriegt ihr bereits die ersten sinnvollen Ergebnisse. Und zwar würden wir das sehen, aber was heißt sinnvoll? Also die sind dann eben, sagen wir mal, nach einem gewissen Standard. Wir würden das jetzt sehen, wenn wir hier, ihr müsst also jetzt auf die Games gehen, dann hat er sofort die Auswahl der aktuellen Spiele, die jetzt am 13.8. losgehen. Wenn ihr das später anschaut, dann sind sie halt schon gespielt, aber jetzt kann man hier auf Compile Prices und er berechnet uns hier die Quoten für dieses Spiel. Und jetzt kommt er hier auf eine 4,28, sehen wir gleich auf Gladbach. Faire Quote 5,0 aufs X, 1,77 Bayern. Also der Kurs ist am Markt etwas kleiner vermutlich, aber die 1,77 sind jetzt halt an unseren Einschätzungen orientiert und das ist ja nun überhaupt nicht unrealistisch. Also könnt ihr gucken, was die Anbieter zahlen. Der Sportsmonk steht hier immer dazu, das ist unser Lieferant, der also hier die Daten einpflegt. Da müsst ihr also nichts weiter machen, die kommen geliefert. Und der sagt hier 1,86, also sind wir ja da auch in der Nähe bei Dortmund. Da sehen wir auch, hier ist eine 1,40, da haben wir eine 1,48 raus. Ich habe nichts weiter gemacht, außer zwei Knöpfe zu drücken bisher. Machen wir nochmal das Wolfsburg gegen Bochum. Und dann sehen wir auch, der hat eine 1,59 hier, also absolut marktgerecht. Wenn hier steht Maximum 1,45, Average, Durchschnitt 1,45, Minimum 1,45, dann ist es vermutlich, dass im Moment, weil noch über eine Woche hin ist, dass noch keine anderen Quoten da sind, außer die eine Quote hier, also 1,45. Aber das ist ja trotzdem ein sehr realistischer Wert. Wenn wir wollen, können wir auch noch Union gegen Leverkusen berechnen.
Und dann will ich das auch schon mal dabei bewenden lassen. Das hat er sehr ausgeglichen und ich denke mal, Markt wird es auch einigermaßen ausgeglichen bewertet. Aber das soll jetzt nicht, wir wollen ja dann Feinjustierung vornehmen können, aber dass ihr erstmal anfangen könnt und ihr seht jetzt mit zwei Tastendrücken mehr oder weniger habe ich hier sinnvolle Quoten und ihr könntet jetzt schon damit anfangen zu wetten. Also dann kann man eben hier oben noch die Märkte sich nachher aussuchen, aber das schauen wir uns alles in einem späteren Video an. Das sollte erstmal diesen Einstieg hier nur zeigen und damit bin ich jetzt auch hier raus aus dem Video. Dankeschön.